Und wir leisten uns natürlich die Pizza Speziale aus dem Steinhof. Ja, und jetzt kommen wir zum Hauptgang. Was essen Studenten? Ganz klar, Studenten essen Pizza. Wir gönnen uns heute was richtig Gutes, das ist spezielle Pizza. Ja. Also das Wichtigste ist natürlich, dass man sie vor dem Braten auspackt. Ja, man sollte die Folie runternehmen. Es empfiehlt sich auch, die Folie abzumachen. Leute mit jahrelanger Erfahrung, wie ich sie natürlich nicht habe, können das natürlich unglaublich schwungvoll machen, aber wenn ich das jetzt so schwungvoll machen würde, dann würde wahrscheinlich der Uli hier tot zusammenklappen. Das wollen wir hoffentlich nicht. Nein. Und dementsprechend tun wir uns jetzt hier einfach mal ein bisschen ganz dämlich anstellen, indem wir jetzt hier einfach mal zu zweit eine Pizza einpacken. Das ist auch eine Pizza. Das hat die Welt auch noch nicht gesehen, was wir hier gerade machen, aber so machen wir es auch. Genau so wird eigentlich nach den Gourmet-Regeln aus Frankreich eine Pizza entpackt. Es gibt wirklich Pizza kommt. Es gibt Wettbewerbe dafür. So wahrscheinlich, ja. So, ja. Das Corpus Delicti wandert jetzt einfach in den Ofen. Vorgeheizt. Natürlich. Vorgeheizt. Ja, wichtig ist natürlich, dass man den Ofen ungefähr auf Kernfusionstemperatur vorheizt. Und da schmeißen wir jetzt einfach mal die Pizza rein. Ihr seid euch sicher, dass es dann nicht unten Dreck macht? Wie? Naja, Dreck im Ofen. Nö, das ist egal. Gut, dann warten wir jetzt. So 10 Minuten wahrscheinlich. Pizza. Genau. Habt ihr noch Tipps zur Herstellung? Also was kann man, muss man beachten irgendwie? Und bei Pizza? Ja, muss man jetzt darauf achten, dass sie nicht schwarz wird? Ja, man muss darauf achten, dass man vor allem diese Folie nicht mit in den Backofen gibt. Ja. Das ist der größte Fehler, den man macht. Noch gute Tipps, damit die Pizza noch krosser wird. Das Wichtige bei Pizza ist auch, sie muss labbrig sein. Ja. Sie muss fettig sein. Ja. Sie muss so dick belegt sein, dass man eigentlich eine Pizza auf einer Pizza hat. Ja, und den Teig nicht mehr. Der Teig hilft, der hält irgendwie die Belegung nicht mehr aus. Genau. Die interessante Frage ist natürlich, wenn man sowas sagt, wie dass man eine Pizza auf einer Pizza hat, ist das dann Werbung? Oder ist das einfach nur so, ja, eine Koinzidenz der deutschen Ware? Ist als nicht vernommen, ist aus dem Sinne. Genau, ja. Also das war jetzt keine Werbung, sondern egal. Ja, in dem Fall, eine Pizza muss richtig dick belegt sein. Man kann sie natürlich auch nachbelegen. Empfehlenswert ist halt, wenn man sich eine normale Mozzarella-Pizza kauft, so diese, das gibt es ja so normalerweise so als die ganzen Billigprodukte, die es gibt. Und nee, ist es nicht, ist ja ein No-Name-Produkt. Ah, ja. So, und wenn man dann diese Pizza halt, da kann man dann zum Beispiel leckeren Mozzarella-Käse noch draufpacken. Auf den Mozzarella-Käse kann man dann noch eine Dose Mais auftun. Und man kann dann auf diese Dose Mais und den Mozzarella-Käse halt noch eine Dose Champignons und eine Dose Thunfisch tun. Und wenn ihr das dann immer noch in den Ofen kriegt, dann kriegt ihr garantiert eine leckere Pizza. Die Salami ist natürlich auch noch wichtig, ja. Die sollte auch noch verzehrt sein. Und ein bisschen Schinken ist auch nicht schlecht. Das machen Vegetarier. Ja, die hungern. Oder lernen mal, dass man den Tieren das Essen nicht wegfasst. Ja, wir sind alles besser von Fleckessen. Genau. Ja. Eigentlich ist der Mensch ja ein Omnivor. Und deshalb ist natürlich der Vegetarier als solcher schon mal auf dem Holz. Fach sind wir da. Lecker, lecker. Also man sieht es von ohne als aufzumachen, dass die bald gut sein wird, die Pizza. Also es brodelt schon so richtig schön. Aber die sieht lecker aus. Holen wir sie jetzt raus. Dann? Ich glaube, wir brauchen noch so ein, zwei Minuten, kann sie noch. So, eine anständige Pizza muss natürlich auch anständig durch sein. Oh ja. Man erkennt die Pizza, dass sie durch ist, daran, dass sich gewisse Stellen so lecker dunkelbraun verfärbt haben, wie man das hier sieht. Das ist perfekt. Also die Brennbarkeit der Pizza ist dadurch auch deutlich gestiegen. Und sie muss auch so ein bisschen schlagbar sein. Also ich fühle das mal hier vor, ja. Das ist sozusagen das typische Eternitplätzchen, wie wir unsere Pizza gern hätten. Ihr habt vorhin was von der labrigen Pizza erzählt. So, ja, wenn man sie kauft. So. Oder wenn man sie 3 Tage nach Haltbarkeitsdatum noch im Kühlschrank findet. Ja, dann sagst du schon hallo was. So, das ist unser Studentenmenü, das Hauptgericht. Also sie ist perfekt schneidbar, wie man hier sieht. Das ist... Oh mein, ein richtiges Drittel rausgekommen. Krass, ne? Und das sagt eine Mathematikerin, das war gerade heiß. Ja, die Mathematikerin hätte eigentlich sagen müssen, dass es annähert, ne? Wie ist das Gefühl? Also das ist mal dran. Oder
mit Skin als Bordsteinmeister gespielt hat. Hat eine ungefähre Vorstellung von der Konsistenz dieser Pizza. Sie erfüllt alle Kriterien, die eine leckere Pizza erfüllen muss. Die ist ungesund, die ist fettig, sie ist leicht verkohlt. Und man kann sie an einer Spitze stehen, aufrecht halten, ohne dass der Belag unterfällt. Das ist ein ganz wesentliches Kriterium dafür, dass die Pizza wirklich gar ist. Oh ja, das war ein krasses Knacken hier. Das war eine gute Pizza. Hoffentlich ist keins drin. So, ich hab schon mal ein bisschen gekostet, aber es müsste Ihnen schmecken, mein Herr. Bitteschön. Selbst gemacht? Nein, nicht.